Der Minimalismus und die minimalistische Lebensweise hat mein Leben maßgeblich beeinflusst. Er hat mir gezeigt, welche Leitwerte für mich wichtig sind und wie ich meine Tage, Wochen und Monate verbringen möchte. Ich kann dir heute wirklich sagen, die minimalistische Lebenseinstellung kann dein Leben wirklich verändern. Wenn auch du dir mehr Klarheit und Freude für dein Leben wünschst, ohne viel Geld ausgeben zu müssen, dann habe ich die folgenden 4 Tipps für dich. Beim Minimalismus geht es darum, dein Leben mit dem zu füllen, was für dich wesentlich und wichtig ist. Finde also heraus, was das für dich ist. Um diese Frage zu klären, bieten sich Reflexionsfragen an. Bei welchen Tätigkeiten fühlst du dich richtig lebendig? Vielleicht, wenn du im Meer schwimmst, mit deinen Kindern spielst, reitest oder wanderst? Was ist deine Leidenschaft? Wann erlebst du dich im Flow, also versunken in dein Tun, ohne jegliches Gefühl mehr für die Zeit? Vielleicht, wenn du ein gutes Buch liest, schreibst oder surfst? Welches ist deine ideale Version von dir selbst? Wie möchtest du sein? Beschreibe dich gerne in der besten Version deiner selbst. Im Anschluss kannst du dir überlegen, was macht diese beste Version deiner selbst aus und was kannst du tun, um zu ihr zu werden? Wie möchtest du leben und was möchtest du tun? Welche konkreten Schritte sind nötig, um deinem Ideal näher zu kommen? Indem du dir diese Fragen stellst und nach Lösungen suchst, kann dir der Minimalismus dabei helfen, zu mehr Klarheit zu gelangen und ein Leben entlang deiner Werte und Ziele zu führen. Und der Minimalismus ist eben auch eher eine Methode, mit der du herausfinden kannst, wie du eigentlich leben möchtest, was dir eigentlich im Leben wichtig ist und wie du deine Zeit verbringen möchtest. Es geht beim Minimalismus eben nicht nur um das Aufräumen, sondern es geht darum, wer du eigentlich bist. Minimalismus ist der Versuch, das Nicht-Essentielle zur Seite zu schieben und das wirklich Wichtige besser würdigen zu können. Diese einfache Idee lässt sich auf alle Facetten des Lebens anwenden. Stell dir einmal vor, du bist in deinem absoluten Traumhaus am Meer mit einem wunderschönen grünen Garten und Olivenbäumen um dich herum. Leider hast du aber qualvolle Rückenschmerzen. Oder dir geht es körperlich blendend, du bist abenteuerlustig und hast aber niemanden, mit dem du dein Glück teilen und etwas unternehmen kannst. Diese Beispiele sollen dir zeigen, dass langfristige Glückswerte aus meiner Sicht folgende Faktoren sind. Gesundheit, also ausreichend Schlaf, eine gesunde Ernährung voller Vitamine, Sport und Bewegung sowie Zeit für ausreichend Erholung. Sichere und tiefe Beziehungen zu anderen Menschen. Und ein Passion Project, also etwas, das einen so sehr antreibt, dass man es gar nicht mehr erwarten kann, aufzustehen, weil man so viel Freude daran hat. Sicherlich ist eine weitere Voraussetzung für Glück auch, dass du dir dein Leben finanzieren kannst und abgesichert bist, sodass du dich nicht um Essentielles zu sorgen brauchst. Falls du dem noch mehr hinzuzufügen hast, lass mich es gerne in den Kommentaren wissen. Wie Fumio Sasaki in seinem Buch Das kann doch weg beschreibt, hängt das Glücksempfinden in unseren Breitengraden zu 50% von unseren Genen ab, nur zu 10% von den Lebensumständen und zu 40% von unseren Taten. Wir tragen eine Grundzufriedenheit in uns, welche unsere Glücksempfindung bestimmt. Sobald unsere Grundbedürfnisse ausreichend befriedigt sind, gewöhnen wir uns an unsere Wohnung, Einkommen, Jobs und Möbelstücke. Es macht dann auf lange Sicht keinen Unterschied, ob wir in einem Luxushaus oder in einem einfacher gebauten Haus wohnen. Die meisten Menschen gewöhnen sich erstaunlich schnell an neue Umstände. Zu 40% aber kann man das persönliche Glücksempfinden durch die eigenen Handlungen beeinflussen. Glück ist etwas, das du nur im Moment erleben kannst. Glücksempfinden ist subjektiv und für jeden Menschen so, wie er es für sich interpretiert. Erschaffe simple Systeme, die dich dorthin bringen, wo du hin möchtest. Ich bin kein Fan davon, Vorsätze für das neue Jahr zu formulieren und sie auch erst zu Beginn des neuen Jahres umzusetzen. Allerdings fasziniert es mich und treibt mich auch an, das Beste aus meinem Leben herauszuholen und neue Gewohnheiten zu etablieren, die mein Leben bereichern können. Für die Implementierung neuer Gewohnheiten gibt es auch smarte Systeme, die mit dem minimalistischen Mindset einhergehen können. John Maxwell hat einmal gesagt, "You'll never change your life until you change something you do daily." Was wir tagtäglich tun, macht also in Summe unser gesamtes Leben aus. Daher macht es Sinn, sich der eigenen Gewohnheiten einmal bewusst zu werden und sie gegebenenfalls auch zu verändern. Einen Handlungsablauf in eine automatische Routine zu verwandeln, nennt man Chunking. Er ist die Grundlage aller Gewohnheiten. Das Gehirn kann dabei Energie sparen, wenn es wiederkehrende Aufgaben effizient ausführt. Mindestens 40% der täglichen Handlungen beruhen laut einer Studie der Duke University in North Carolina auf unseren Gewohnheiten. Laut dem Autor Charles Duhigg kann jede Gewohnheit in einen Prozess bestehend aus 3 Teilen eingeordnet werden. Erstens, du nimmst den Auslöser wahr, zum Beispiel, dass der Wecker klingelt. Das Gehirn sucht dann nach einer zu diesem Auslöser passenden Gewohnheit. Zweitens, deine Routine beginnt. Du gehst zum Beispiel ins Bad, stellst dich unter die Dusche und putzt dir anschließend die Zähne. Dein Gehirn befindet sich währenddessen im Autopilotmodus.
Drittens, du erhältst eine Belohnung. Du fühlst dich wieder frisch und belebt. In dieser Phase nimmt die allgemeine Hirnaktivität zu, denn die Verbindung zwischen Auslösereiz und deiner Routine wird verstärkt. Die Devise, um eine alte Routine durch eine neue zu ersetzen, lautet: Versuche nicht, der Lust zu widerstehen, sondern lenke sie lieber ab. Behalte den Auslöser und die Belohnung bei, aber ändere den Weg zur Belohnung. Wenn du also abends bei einem Buch oder Film gerne Süßigkeiten nascht, kannst du dir anstelle der Süßigkeiten zum Beispiel selbst etwas Gesünderes backen, Möhren oder Nüsse knabbern. Dein Gehirn erhält die gleiche Belohnung, der Weg dorthin ist jedoch deutlich gesünder. Zusätzlich ist auch der Wunsch nach Veränderung und der Glaube daran, dass die neue Gewohnheit eine Besserung auslöst, wichtig, um in stressigen Momenten nicht wieder auf die alte Gewohnheit zurückzugreifen. Ein weiterer minimalistischer Weg, um neue Verhaltensweisen in den eigenen Alltag einzubauen, ist, sich auf die kleinen Gewinne zu fokussieren. Lege also die Schwelle für tägliche Ziele niedrig. Wenn du dich statt 100 auf einen Sit-Up täglich konzentrierst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du a. dein tägliches Ziel erfüllst und ein Erfolgserlebnis hast und b. dass du höchstwahrscheinlich mehr machen wirst als nur einen Sit-Up. Die erste Hürde haben wir durch diese Methode gemeistert, nämlich erst einmal anzufangen. Nach und nach baust du dir dann die neue Gewohnheit auf. Mein Ziel ist es zum Beispiel, in diesem Jahr mindestens ein Sachbuch pro Monat zu lesen. Dafür lese ich jetzt täglich mindestens 2 Seiten. Bis jetzt habe ich immer mehr gelesen, aber diese Methode hat mich trotzdem dazu gebracht, einfach anzufangen. Neben den kleineren Zielen kannst du dich auch auf übergeordnete Systeme konzentrieren. So habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, die Stunde vor dem Schlafengehen nicht mehr passiv vor dem Bildschirm zu verbringen. Stattdessen möchte ich lesen, meditieren, Yoga machen oder mich stretchen, schreiben oder mit meinem Freund reden. Indem ich mich auf das eine Ziel fokussiere, nämlich ab einer Stunde vor dem Zubettgehen die Bildschirme auszuschalten, löse ich eine Kette von anderen Tätigkeiten aus, die ich mir anstelle der Bildschirmzeit wünsche. Dankbarkeit. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich Dankbarkeitspraktiken eine Weile unterschätzt habe. Ich habe das mal vor langer Zeit, ich glaube sogar fast 2 Jahre ausprobiert. Da habe ich ein Dankbarkeitstagebuch geführt, eine tolle Morgenroutine gehabt und jeden Morgen habe ich dann 3 Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Ich hatte aber das Gefühl, ich habe es am Ende irgendwie gar nicht mehr so richtig gespürt, diese Dankbarkeit, und die hat sich auch gar nicht so in mein Leben etabliert. Und dann habe ich das auch verworfen und nicht mehr gemacht. Und seit ein paar Monaten habe ich jetzt wieder mit der Praxis begonnen. Ich habe gemerkt, dass Dankbarkeit ist viel mehr eine Haltung als eine Methode. Und man muss sie nicht unbedingt nutzen, indem man 3 Dinge aufschreibt oder das am jeden Morgen macht, sondern es hilft einem einfach im Alltag, ressourcenorientiert die Dinge zu sehen. Also wo ist das Gute, was mir gerade passiert, und nicht so sehr das zu sehen, was gerade eben nicht gut läuft, sondern auch einen positiveren Blick zu haben. Indem man den Fokus im Alltag auf die Dinge legt, die gut laufen, legt man den Fokus auf die Fülle im Leben und sie erlaubt es uns, unseren Alltag mit neuen Augen zu sehen. Solange wir uns bewusst machen, wie sehr wir die Dinge und Fülle in unserem Leben schätzen, nehmen wir sie niemals für selbstverständlich hin. Zudem konnte ich auch beobachten, dass man, je weniger man hat und besitzt, dankbarer für die Dinge wird, die noch bleiben durften, und sie umso mehr schätzt. Um die Fülle in deinem Leben mehr zu sehen, zu fühlen und dankbar dafür zu sein, kann ich dir auch Dankbarkeitsmeditationen sehr empfehlen. Befreie dich von allem, was zu viel ist. Gewöhne dir an, regelmäßig auszusortieren und deine Konsumwünsche zu hinterfragen. Belaste dich nicht länger mit angehäuftem Kram. Sortiere alles aus, worüber du nicht mit Leidenschaft sprechen kannst. Über die Dinge, die wir lieben, können wir täglich staunen. Solange wir diese behalten, sehnen wir uns nicht nach mehr. Dinge, die wir achtlos nebenher erworben haben, bieten sich regelrecht an, wieder weggeworfen und ersetzt zu werden. Lerne also daraus und konsumiere in Zukunft achtsamer. Du kannst zum Beispiel mit einer Decluttering-Challenge beginnen, direkt alles einpacken, so als würdest du umziehen, und nur die Dinge wieder herausnehmen, die du nutzt und magst, oder dir eine Kiste neben die Haustür stellen, in der du Dinge sammelst, die du nicht mehr benötigst. Sobald sie voll ist, kannst du sie zum Beispiel ins Sozialkaufhaus bringen. Ich wünsche dir einen leichten, zielgerichteten Start in dein neues Jahr 2022. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer riesig über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Ich poste immer sonntags, 2-mal im Monat, Videos zu den Themen Minimalismus, Nachhaltigkeit und gesunder Ernährung. Wenn du magst, dann schau auch gerne auf Instagram vorbei. Dort poste ich im Moment wieder regelmäßiger. Bis bald!